So, heute mal in einer anderen Umgebung und heute haben wir mal auch was ganz, ganz anderes. Und zwar ein Steam Deck. Ein Steam Deck von Valve. Ja, genau. Hier haben wir Steam Deck. Wunderbar. Das ist die Verpackung. Nichts Besonderes. Ich habe schon alle Aufkleber von abgemacht, die meine Adresse verraten könnten. Und hier unten haben wir auch ein kleines Kleberli, was wir aufschneiden müssen, glaube ich. Ja, sieht so aus. Also machen wir das mal kurz. Hat jetzt, glaube ich, 360 Euro gekostet, die 64 GB Variante. Und ich verrate euch auch direkt jetzt mal, warum ich die 64er habe. Ich habe hier nämlich eine 512er Micro-SSD-Karte mit U3 Standard. Also U3, wunderbar schnell. Und das braucht ihr auch zum Zocken. Ansonsten wird das nur noch langsamer und das ist nicht schön beim Zocken. So. Da haben wir auch schon die Verpackung. Dreh ich mal die ND-Kamera und schau mal, ob man das alles sieht. Genau. Hier haben wir irgendwie so einen Mini-Quick-Start-Guide, wie wir das aufladen und anmachen. Genau, hier haben wir, was wir machen können. Kontrollzentrum, Steam-Kontrollzentrum, keine Ahnung was. Und hier können wir die Micro-SD-Karte hinten reinschieben. Und dann haben wir das Ganze auch schon. So, das kann schon mal weg. Dann haben wir hier, glaube ich, Netzteil und ähnliches. Ja, da mussten wir auch nochmal kurz mit dem Messer ran. Zack. So. Open it up. So, da haben wir es auch schon. Eine kleine Anleitung ist, glaube ich, auch noch drin. Oder rechtliches. Das ist das Netzteil. Auch nicht schlecht. Ne? 1,5 Meter lang. Leider nicht länger, einfach, da haben sie ein bisschen Geld gespart, leider. Ich hätte es gerne länger gehabt, einfach aus dem Grund schon, dann hätte man sich auf die Couch setzen können, entspannt zocken können. Aber dafür habe ich mir nochmal ein Kabel von Anker gekauft, 3 Meter lang, gesleeved, also mit Stoff ummantelt. Das ist, glaube ich, schon mal ein bisschen schöner. Aber jetzt interessiert mich, wie viel Watt das Ding hat. Steht, glaube ich, nirgends drauf, sehe ich zumindest jetzt nicht. Kann sein, dass ich blind bin, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache, es lädt auf, ne? So, in der restlichen Verpackung haben wir natürlich hier das Steam Deck selbst. Und hier steht auch alles in verschiedenen Sprachen drauf, wo wir das spielen können. Das ist ganz lustig. Auf dem Schiff. Was haben wir noch? On a Ferris Wheel. On the Subway. Im Flugzeug. Ja, eigentlich kann man damit alles machen, tatsächlich, ja. Das Ding ist portabel. Dafür ist es geschaffen. So, stellen wir erstmal im Hintergrund und widmen uns der eigentlichen Verpackung. Das Wichtige, das Steam Deck selbst. Da ist eine kleine Plastikfolie drum, die müssen wir irgendwie abkriegen. Hier, zack. Dann haben wir das Steam Deck selber mit ja, Verpackung. Oh, okay. Your games are going places. Okay. Schön. Auch so schön glänzend. Boah, ansonsten steht hier echt nicht viel drauf, ne? Machen wir mal kurz den Ritschratsch hier ab, der natürlich nicht funktioniert. Das sollte auch funktionieren. So, ein bisschen lauter geworden. Stark. So, weg damit. Jetzt haben wir die kleine Tasche. Nettes Etui tatsächlich. Und ja. Gefällt mir erstmal tatsächlich. Sehr schick. Ich bin ja normalerweise nicht so der Gamer, aber das gefällt mir wirklich. Das ist krass. Qualitativ. Sehr qualitativ. Hätte ich nicht gedacht bei diesem Preis. Hier haben wir noch ein kleines ja, Emblem. Valve. Das ist ganz nett gemacht. Nur wie kriegen wir das ab, ohne uns selbst zu verletzen? Natürlich mit dem Victorinox. Ja. Weg damit. Jetzt machen wir mal die Box hier auf. Ne? Gucken wir mal, was da so drin ist. Da kommt uns auch direkt das Steam Deck entgegen. Noch schön kalt. Und das fühlt. Oh, das fühlt sich ja so gut an. Das ist ja so wie ein wirklich. Wie ein großer PS5-Controller einfach.
Hier ist die Schulterbuttons. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Krass. Fühlt sich besser an, als ich jemals gedacht hätte. Aber dabei soll es ja nicht bleiben. Wir schalten es mal direkt an. Bitte hat Strom drauf, bitte hat Strom drauf. Ne, ich muss es aufladen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es aufgeladen ist. So, also. Endlich haben wir mal ein bisschen Zeit gefunden, um das Steam Deck wieder ausgetestet zu haben. Und das halte ich jetzt hier mal schön in die Kamera. Nach wie vielen Monaten sind jetzt, ist es schon her? Ich glaube, seit 3-4 Monaten. Ja, ich glaube schon. So rund um 3-4 Monate habe ich das Steam Deck sozusagen erhalten und ausgepackt. Irgendwann im Dezember oder so. Und ja, da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich finde das Ding nach wie vor super. Muss aber sagen, ich habe ein paar Kritikpunkte. Erstens, Akkulaufzeit. Akkulaufzeit reicht vollkommen aus, eigentlich im Normalfall, für so 0815-Spiele wie zum Beispiel Battlefield 1, GTA 5, Stumbleguys, Stardew Valley oder, keine Ahnung, Among Us oder so etwas, keine Ahnung. Irgendwie so etwas, ne? Das sind so 0815-Spiele. Wenn es dann aber wieder höher geht, zum Beispiel Cyberpunk, Hogwarts Legacy, was gibt's noch? God of War. Diese Spiele schlucken so unglaublich viel Strom auf dem Steam Deck, das kriegst du auch kaum runtergetaktet. Also man hat hier wirklich ein schönes Menü zum Runtertakten von Energieeffizienz und so etwas. Das sieht man hier. Das gibt ihr einmal kurz durch. Vielleicht seht ihr das. So, zack. Und da kann man echt vieles einstellen, wirklich vieles. Und das funktioniert auch eigentlich wunderbar. Nur das große Problem dabei ist, bei den richtig großen Spielen wie God of War, Cyberpunk oder Hogwarts Legacy hat man das große Problem, dass die so viel Strom schlucken, dass sich das eigentlich schon fast gar nicht mehr lohnt, das Steam Deck dafür anzumachen, weil das hält dann so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Das kann man schon mal so, keine Ahnung, im Bett zocken oder auf dem Sessel. Aber trotzdem, eine Stunde bis eineinhalb Stunden sind schon deutlich weniger im Vergleich zu den normalen Spielen wie Battlefield 1, GTA 5 oder ähnliche Spiele, die schon etwas älter sind, in die Jahre gekommen sind. Aber dafür haben sie den großen Vorteil, sie halten auch deutlich länger Akkulaufzeit auf dem Steam Deck aus und können dann so 3-4 Stunden gespielt werden. Ja, also, das ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte. Ich würde auch auf jeden Fall euch empfehlen, hier eine MicroSD-Karte zu kaufen, statt den größeren Speicher, weil das kostet mindestens doppelt bis dreifach so viel, wenn man das bei Steam den größeren Speicher dazu kauft, statt einfach eine SD-Karte in die 64 GB-Variante des Steam Deck LCD-Panels-Version reinzustecken. Es gibt ja mittlerweile auch ein OLED, aber das kostet nochmal ein Stück mehr und das wollte ich jetzt auch nicht bezahlen. Also, das war es auf jeden Fall. Was gab es noch? Ja, ich habe noch eine kleine Schutzfolie drauf getan, die hilft auf jeden Fall auch immens, ein bisschen Spiegelung abzuhalten, ein bisschen Fingerabdrücke weniger zu minimieren. Und ja, das wäre es eigentlich. Was gab es noch? Steam Deck überhitzt oft und man hört die Lüfter ziemlich oft, was manchmal nicht so schön ist beim Zocken. Dadurch, dass der Ton aber relativ klar und laut ist bei dem Steam Deck, hat man den Vorteil, dass die Lüfter oft übertönt werden. Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein guter Vorteil. Was noch sehr nachteilhaft ist, auf jeden Fall, ist diese Sticks. Ich schalte mal kurz das Steam Deck hier aus. Zack. Die Sticks. Vielleicht hört ihr es, wenn ich das an meinem Lavalier-Mikrofon hier halte und den Noise-Canceling-Modus ausmache. Das Ganze hört sich dann hier ein bisschen klarer an. Jetzt hört ihr es vielleicht. Ich glaube, ihr hört es vielleicht schon. Ich mache wieder den Noise-Canceling-Modus an. Den brauche ich nämlich gerade, den Noise-Canceling-Modus, weil hier ein paar Leute durch die Gegend laufen hinter der Kamera und das ein bisschen Lautstärke erzeugt. Aber ja, ich glaube, ihr habt das Problem ein bisschen gehört. Diese kleinen Sticks. Erstens, ich habe im Internet nachgelesen, bei vielen Personen im Internet ist es so, dass diese Sticks tatsächlich Stickdrift hatten, was natürlich nicht so schön ist beim Zocken. Und ja, die sind auch
ja, ein bisschen schlechter verarbeitet, muss man sagen. Die fühlen sich nicht hochwertig an. Viele haben die Dinger eigenhändig schon ausgetauscht und die Schrauben hier hinten gelöst und dann irgendwie am Steam Deck herumgebastelt. Ich persönlich möchte aber ein Gerät, was sofortig funktioniert und keine Probleme macht. Vielen Leuten ist das relativ egal, aber mir ist das nicht egal. Ich möchte ein Steam Deck, was wirklich funktioniert. Die haben das leider auch noch nicht verbessert beim Steam Deck OLED und bei den neueren Modellen ebenfalls nicht. Und das ist ja die erste Variante. Natürlich, erste Variante Konsolen sind immer manchmal ein bisschen fehleranfällig. Aber das muss nicht sein. Stickdrift wäre schon schön. Vor allem, man kann die ja auch jetzt nicht so einfach austauschen. Naja, das hat mich jetzt nicht vom Kauf dieses Steam Decks abgehalten. Und bislang habe ich auch noch keinen Stickdrift. Und ich besitze das Ding seit 3 bis 4 Monaten so in etwa. Und benutze es. Ich benutze es. Ja, die Benutzung. Jetzt kommen wir mal zum Punkt Benutzung. Ich benutze es wirklich nicht so oft, wie ich gedacht hätte. Also es liegt größtenteils tatsächlich herum. Ich benutze noch immer meinen Gaming-PC, den ich mir mal zusammengebaut habe, der jetzt auch actually sehr alt ist. Und da bin ich mehr Fan von geworden, als von diesem kleinen Ding. Ich benutze das entweder im Bett, auf dem Sessel, wenn ich mich irgendwo vor ein Fenster setze, irgendwie mit einem Stuhl oder sowas. Ansonsten kenne ich, glaube ich, kaum Szenen, wo ich das Ding wirklich gerne benutzen würde. Außer halt im Bett. Im Bett benutze ich das ganz gerne. So, ja. Was gibt's noch? Die Benutzung ist halt, wie man sich so halbwegs vorstellt. Man installiert Games, los geht's, man muss es aufladen, man muss es oft aufladen, es überhitzt, die Lüfter werden laut, die oft übertönt werden, Gott sei Dank, durch die guten Lautsprecher, die eingebaut sind. Die sind wirklich ganz gut. Und die übertönen lustigerweise den Lüfter, der extremst, extremst laut ist. Und ja, was soll man sonst zu diesem Thema sagen? Ich sehe gar nicht, wie lang das Video ist. Ich nehme tatsächlich mittlerweile mit einer Sony Alpha ZVE-10 auf und hier einem Lavalier-Mic von Holyland, das Lark M2, so sieht das aus. Da ist ein kleiner Knopf noch drin. Und ja, ich denke mal, die Soundqualität könnte sich jetzt auch verbessert haben. Und vielleicht auch die Bildqualität. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, das soll erstmal das erste kleinere Video sein mit mehr Qualität. Jetzt möchte ich eigentlich anfangen, wie ihr hier seht. Hinter der Kamera liegt was. Und zwar ein kleines Büchlein. Da drin schreibe ich jetzt mittlerweile Scripts. Und ja, mein Content wird jetzt ein bisschen qualitativer, glaube ich, in der nächsten Zeit. Und ja, das war jetzt noch so einer der älteren Videos. Ich habe irgendwie so 8 oder 9 Videos zum Cutten, die noch im alten Format gemacht wurden, mit dem Handy gefilmt, was man überhaupt nicht bemerkt, weil die Handykameras wirklich super sind heutzutage. Ich habe damals ein Handy, ein iPhone 13 Pro Max benutzt, mit einem Aufsteck-Richtmikrofon von Rode, das Rode Richtmikrofon Mini oder so. Keine Ahnung, wie das heißt. Und jetzt benutze ich ein Lavalier-Mikrofon oder ein NT-USB-C Mini. Das ist so ein normales Pod-Mic. Und ich habe noch ein anderes. Und zwar, das ist das auch ein Rode Richtmikrofon, halt nur deutlich größer. Und natürlich ist auch, je größer das Mikrofon, tatsächlich auch meistens die Qualität besser. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Wie ihr hört, die Mikrofonqualität ist ja auch schon echt gut. Ich schalte mal kurz den Noise-Canceling-Modus hier aus, damit ihr mal hört, wie die Soundqualität sich jetzt anhört von diesem Lark M2 von Holyland. Ich finde das super. Ich glaube, ich mache zu diesem Ding hier alleine schon ein kleines Video. Aber vorher muss ich erstmal meine 8-9 Videos cutten. Ja, ich benutze Final Cut auf dem iPad. Ich habe kein Mac. Nee, leider nicht. Aber mir reicht völlig, gut gesagt, eigentlich das iPad völlig aus, um zu cutten. Und ja, ich mache hier wieder mal den Noise-Canceling-Modus an. Und jetzt
begebe ich mich mal in den Cut von diesem Video. So, das soll es gewesen sein und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!